Ich bin Jordi, ich bin 24 Jahre alt und ich komme aus Quito, Ecuador. In Jena studiere ich schon seit 4 Jahren. Ich habe DAF und Romanistik studiert und jetzt mache ich einen Master in Lateinamerika-Studien. Jena ist eine Studentenstadt. Jena ist eine ganz bunte, multikulturelle Stadt mit vielen kulturellen Aktivitäten. Hier gibt es viele Bars, viele Kneipen, viele Parks, viel Natur, viele Konzerte und genau zudem also kann man auch ganz schön zum Beispiel in den Paradiespark gehen und dort einfach ein Buch lesen. Ich finde es sehr schön, einfach so entlang des Flusses in Jena aus spazieren zu gehen. Man kann auch zum Landgrafen gehen oder auch zum Jenseg ein bisschen wandern. Also ich glaube, hier in Jena findet eigentlich jeder was ihn interessieren könnte. Jena hat einfach die perfekte Größe. Ja? Hier sind knapp 25.000 Studenten und das gibt halt der Stadt viel Leben. Seitdem ich hier in Jena bin, habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, dass die Menschen hier in Jena sehr offenherzig und sehr aufgeschlossen sind. Das hat mir von Anfang an sehr gut gefallen. Ich vermisse ja ab und zu meine Familie und Freunde, aber ich habe auch einen Anschluss, also in Jena, gefunden. Ich habe tolle Freunde, ich habe tolle Mitbewohner, also meine WG gefällt mir total und die Studenten an der Uni sind alle ganz offenherzig und das gefällt mir sehr. Zurückblickend würde ich sagen, dass nach Jena gekommen zu sein eigentlich die richtige Entscheidung für mich gewesen ist. Hier fühle ich mich ganz wohl, also ich fühle mich hier wie zu Hause. Ich sage immer, Jena ist inzwischen ja mein zweites Zuhause geworden.